Das ist alles wegen Coronavirus. Ja, ey. Scheiß Corona, ey. Leute sollen sie nicht so anstellen. Ja, die stellen sich halt meistens bei Supermärkten halt an. Es geht wieder los. Ich muss die Musik leiser drehen, Alter. Ich wollte den Marmorblock abblecken. Ich muss den Marmor ablecken. Er muss den Marmor ablecken. Nein, ich bin zu weit gegangen. Wieso komme ich da nicht mehr rein, verdammt? Das ging doch immer. Dann muss ich die Leiter nehmen, ne? Ich weiß das nicht. Wenn ich verschreibe, wo ich bin. Ich wollte nichts sagen. Also darauf achten, dass der Border immer läuft. Ja. Alright. Bis er durch ist. Bis er sich durchgebohrt hat. Oh ja. Ja, okay, 80 Sekunden ist, glaube ich, okay. Ah, was? Der wird noch ein paar Mal kaputt gehen. Das dauert sicher länger. Nicht mit den entsprechenden Schmiermitteln. Nicht mit dem entsprechenden Schmiermittel. Was wäre das? Ja, das kann man mit Schmiergold halt dann zahlen. So wie dein GTA-Char oder was? Habt ihr auch sehr viel Schmiergeld oder was? Weil es so ein Schmierlappen ist. Oh! Könnte man meinen, gell? Wieso hast du deinen Lehrer auch auf Discord? Weil die Ente anscheinend irgendwie gerade über Discord mit dem Lehrer was zu tun hatte. Wegen der scheiß Homeschule, was die da jetzt alle haben. Aber ganz ehrlich, ich hätte auch gern was mit meiner Lehrerin. Also über Discord natürlich. Da liegt noch ein Item. Item. Oh mein was Gott. Was los heute? Das ist wirklich creepy heute. Schnauze, Auto. Hör auf zu hupen, ist keiner da, der dir helfen wird. Ja, man muss einfach sagen, das waren jetzt richtig geile Hupe. Ich sag's euch, manchmal würde ich ihn echt gerne da schlagen. Moment, Christi, den Gag muss ich jetzt noch kurz machen. Geh mal kurz in dein Inventar. Warte. Ja, geh in mein Inventar. Und dann hast du da vorne Bekleidung und Inventar, gell? Ja. Und schau mal, was ganz rechts dafür ein Reiter steht. Ich bin 12 Jahre alt. So ungefähr. Ah, es ist, glaube ich, wieder anstrengend, Chrissy. Da musst du durch. Mit dir schon. Was steht bei einem Spanner auf dem Grabstein? Keine Ahnung. Bin weg vom Fenster. Wow. Rein in die Drogen. Schon wieder die gleichen Gedanken gehabt. Leck mich. Gibt's ja nicht. Was ist los heute? Eieiei. Manuelle Steuerung? Ja, da bin ich der Mann dafür. Für die manuelle Steuerung. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Ja. Ja. Für die manuelle Steuerung. So weit sind wir schon. Wie viel hast du heute schon getrunken? Nix. Niki, danke für dein Host, das ist sehr lieb von dir. Unter all den Streamern wählst du mich. Ich bin so gerührt. Da komm mal glatt die Tränen. Bist so gerührt wahrscheinlich wie so ein Martini. Also Manu, wohin? Öffentliche Hinrichtung? Passt, geh mal hin. Öffentliche Hinrichtung? Ja, sehr gut, bin ich dafür, ja. Also das da wird dort hinrennen natürlich. Da schauen wir uns an. Wenn wir sagen, jo, der hat's verdient, dann gehen wir wieder. Wir müssen halt das inspizieren, ob halt der Vertrag jetzt da vorliegt, ob da ja, die Regeln halt dann eingehalten werden. Sind die Vertragsbediensteten dafür? Genau, ja. Sind die beauftragt dafür? Wir müssen schauen, ob das eh alles mit rechten Dingen zugeht. Genau, ob die alle ihren Bescheinigungsausweis ja, haben. Ja, ich meine, die müssten gerade einen Bescheid dafür haben, dass sie sagen, yo, wir machen da jetzt eine Hinrichtung, geht das klar vom Staat? Genau. Müssen wir alles überprüfen. Und wenn sie das nicht haben, dann müssen wir sie leider vom Platz verweisen und
sie darauf hinweisen, dass sie es bitte an einem anderen Tag vollziehen sollen. Warum ist es ja wieder Versammlungsort, wie das wieder hygienemäßig ist. Rettungswege, Fluchtwege, Brandabschnitte, ob die da eingehalten werden. Also es sind lauter so Punkte, Leute. Da muss man aufpassen bei so einer öffentlichen Hinrichtung. Gerade so öffentliche Hinrichtungen, zum Beispiel so Scheiterhaufen. Ganz gefährlich mit der Brandverordnung, muss man wirklich sagen. Also da ist die Feuerwehr auch immer strikt dagegen, aber manche Leute, die kannst du einfach nicht davon abhalten. Ja, ist echt so, ja. Manche Leute, die sind da echt krass. Man muss halt auch sagen, es ist halt trotzdem Kulturgut. So eine öffentliche Hinrichtung, Scheiterhaufen, muss man ja trotzdem den Kindern auch mal beibringen. Deswegen wird es dann trotzdem immer mal wieder noch genehmigt. Weil es einfach Kulturerbe ist. In gewissen Abschnitten hat der Staat auch nichts mehr dagegen. Oh mein Gott. Stell dir das mal vor, ey. Wie wenn wir uns voll auskennen würden. Werde mich mal unter die Menschen mischen. Wert 65 Organspender. Oh shit. Hatte gerade einen Wildunfall. Muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Hubert 53 Metzger. Oh, Scheiße, Alter. Ja. Also die Kräne habe ich nicht aufgebaut. Welche Kräne? Das war schon so. Ja. Da würde ich jetzt einfach mal sagen. Kranplätze müssen verdichtet sein. Hier war wer. Oh. Okay, die eine Kiste haben sie anscheinend liegen lassen, weil da finde ich auch nicht drauf. Die ist wahrscheinlich irgendwo am Dach. Was, du meinst, da waren welche? Ja, da waren welche, ja. Da ist nämlich gelootet worden. Ja, welche Waren meinst du jetzt? Ach Gott. Die Mauer hält mich nicht auf. Du bist stärker wie die Wand. Lass deine Gedanken zusammenströmen. Damit wirst du die Barriere brechen. Atme tief ein. Und atme tief aus. Versuche, dich zu konzentrieren. Versuche, dich zu konzentrieren. Hallo. Ich kann versuchen.